Hallo, ich bin Markus, ich bin Kita-Koch, Gemeindekoch und jetzt auch Familienkoch bei der Familie ganz stark. Ihr kennt mich bestimmt von Instagram auf der Seite von der Familie ganz stark. Heute machen wir ein YouTube-Video für den Kirchenkreis Neukölln. Also seid gespannt, was wir hier machen für euch. Hallo, ich bin Laura Horn. Ich arbeite im Arbeitsbereich Familienbildung, Familienzentren im Evangelischen Kirchenkreis Neukölln als Sozialpädagogin. In der Regel sitze ich in der Gropiusstadt im Büro in der Apfelsinenkirche und mache dort Öffentlichkeitsarbeit und so ein bisschen Verwaltung. Und an zwei Nachmittagen bin ich in den Familienzentren und unterstütze dort die Kolleginnen bei den Angeboten. Okay Leute, wie ihr seht, bin ich in Kochkleidung. Die Laura sitzt da hinten und wird mir jetzt Anweisungen geben, was ich machen soll. Ich hoffe, ich muss was backen oder kochen. Los! Ja. Okay. Laura, was hast Markus, du mir da angetan? Markus, kannst du mich hören? Ja. Sehr schön. Du siehst ja vor dir, dass da keine Kochzutaten liegen heute, ne? Nee, nur Petersilie. Genau. Du sollst was basteln, mein Freund. Ich und basteln, super, ja. Danke. Mega. Ich glaube, ich weiß nicht, hast du jemals in deinem Leben schon mal gebastelt? Ja, ich bastel doch mit meinen Kindern, aber ja. Okay, aber heute wird es ein bisschen anspruchsvoller, ja? Hier nicht so wischiwaschi, sondern es wird hier so ein bisschen was Schönes. Ja, gib dir Mühe. Ja, ich gebe mir sehr, sehr, sehr viel Mühe. Okay. Du sollst eine Schneeflocke basteln. Eine Schneeflocke? Du schneidest die erstmal aus, die du da vor dir liegen hast. Okay. Hat sie mir auch noch die passende Schere gegeben, ey. Haben wir keine Bastelschere bei uns im Fundus? Guckt euch mal das an hier, so eine Ecke mit so einer Schere, ey. Und die ganzen Pippel arbeiten hier. Nächstes Mal nehme ich ein Messer, ey. Geht bestimmt schneller. Bin schon fast fertig. Fast. Du bist schneller, als ich gedacht hätte. Ja. Gib mir ein Messer, geht schneller, aber mit einer Schere, Also, das Schöne ist ja, sie hört mich nicht, ich höre sie. Ja, jetzt hast du es gleich geschafft. Ich kann mich hier gerade voll über sie aufregen, weil... Befindest dich auf der Zielgeraden. Das nervt. Es nervt wirklich, dieses Pummeldingel abschneiden hier. Ist genau meins, darauf stehe ich total. Ich bin total entspannt. Ist genau meins, so eine Fummelarbeit hier. Genau, jetzt auf die schwarze Pappe legen und dann nimmst du dir die bunte Kreide, die links von dir liegt und umrandest diese Schneeflocke, so gut wie es geht, mit ganz vielen verschiedenen bunten Kreiden. Okay. Ey, was hat sie mir denn hier gegeben? Wenn du mit der Kreide fertig bist, dann löst du die Schneeflocke ab, die orangene, und verwischt diese bunten Ränder noch mal ein bisschen. Die runden Ränder. So dass das so ein bisschen wie so ein Herbstfeuer quasi aussieht. Genau, super. Ja. Also was ich von hier aus beurteilen kann, sieht das schon sehr professionell aus. Okay, okay. Super, okay. Markus, cool. Zeig mal.
Kann der Koch basteln oder kann er nicht basteln? Also, ich finde tippitoppi. Oh oh, jetzt geht's los, ich soll kochen. Markus hat mir was aufgegeben. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Da sitzt er und kommentiert die ganze Sache. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, ich kann seinen Erwartungen gerecht werden. Los geht's. Ich bin gespannt, was passiert hier. Oh Hallo, Gott. Willkommen in meiner Küche. Du kochst heute ein 15-Minuten-Rezept von dir. Von dir? Von Markus. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich bin gespannt. Jo, hau raus, was soll ich tun? Wir kochen Pasta mit Champignon, Spinat, Sahnesoße. Okay, das klingt ja super. Meine ich schon mal irgendwo gehört zu haben. Ist das wirklich von dir? Du kannst wählen zwischen Penne oder selbstgemachten Nudeln. Selbstgemachte Nudeln und Penne hat er mir jetzt auf der Verfügung gestellt. Okay, gut. Ja, ich glaube, ich nehme die selbstgemachten Nudeln. Die sehen natürlich super aus. Kleiner Tipp, mach mal das Wasser an. Auf dem Herd. Wenn du dich umdrehst, hinter dir siehst du Salz und Pfeffer und Gewürze. Die wirst du heute noch brauchen. Nimm dir die Champignons vor, verputz sie, schneide sie in Vierecke, in Viertel. Entschuldigung. Okay. So. Das sind keine. Achso, okay. Ich hab nichts gesagt. Soll das die Champignons putzen? Hey, du musst sie nicht waschen. Nicht waschen, so. Nicht waschen. Dachte, der putzt. Nimm dir mal einen Champignon in die Hand. Ja. Nimm mal den Sprung raus. Ja. Oh, geht schon gut los hier. Ja. Und jetzt einfach schälen die. Ah, schälen. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe die immer geputzt. Ohne Messer. Was? Wie soll man die ohne Messer schälen? Ich kann die nicht ohne Messer schälen. Aber ich habe auch gesagt, Messer weg, den Sprung rausbrechen und dann mit der Hand schälen. Das geht schneller. Geht schneller. Haha, wo geht das schneller? Wasser kocht. Ich muss erstmal die Nudeln hier reinschmeißen. Mal runter ein bisschen. So, ist da schon Salz drin? Dann kocht nämlich das Wasser nicht so schnell, wenn man da schon vorher Salz reinmacht, Leute. Lasst es euch mir gesagt sein. Macht so viel, wie ich sonst für eine Portion mache. So, zwei Portionen, voll zwei Personen. Was macht man da an Nudeln? Dann sind sie fertig. Bin ich auch ein bisschen froh. Es sind frische Nudeln, die brauchen nicht so lange wie die normalen Nudeln, ja? Doch, ich mach die schon rein. Dann sind sie fertig, das ist Pech. Hat der gekocht? Ja, Quatsch. Du hast mir gesagt, ich soll das mal kochen. Wie viel macht man da? Ach, wir machen ein bisschen mehr. Ihr wollt ja auch essen, ne? So, Laura, Knoblauch und Zwiebeln müssen auch noch klein geschnitten werden. Knoblauch. Kriegt man wieder so aus? Nimmst du eine Zehe und eine halbe Zwiebel, dann passt es. Passt es sehr gut, aber hab mal ein bisschen die Zeit im Kopf, muss schneller gehen. Die Pasta. Machen wir erstmal hier die Zwiebel, damit der Chef auch da auch zufrieden ist. Hände auch so. Feine Würfel, keine Humpen da, ja? Das ist fein. Die sind doch hier nicht, die haben doch noch Zähne im Mund. Da denke ich, ich hätte noch nie gekocht, ne? Unfassbar. So, abgießen. Jetzt ist die Frage, wo hat der Markus ein Sieb? Unter dem Arbeitsblatt hinten, linke Seite sind Bleche mit Löchern. Lochsiebe. Na. Diese? Nein, Loch-Siebe. Das ist ein Lochblech. Was? Das ist ein Backblech für Brötchen. Was meint er? Ich habe keine Ahnung, wieso hast du kein Sieb hier? Die sind Silber. Jetzt. Die sehen aus wie die Händehälse. Das sind Holzbleche. Ah, jetzt. Du hast gesagt links. Er meinte links. 100 Punkte, ab damit ins Waschbecken. Genau, passt genau. Sieben. Ups, du hast das Wasser komplett weggekippt, wa? Ja, egal. Ja, wird auch so schmecken, glaub mir. So, Zwiebeln nehme ich an in die Pfanne. So, Zwiebeln und Knoblauch in. Ja, machst du schon, wow. Ganz blöd bin ich auch nicht. Genau, jetzt wird die Zwiebel. Knoblauch. Schön anschwitzen lassen, wenn die leicht karamellisiert sind, kommen die Champignons rein. Ein bisschen runterstellen, damit uns das hier nicht verbrennt. Wo hat er denn hier sowas zum.
Und weil du ja so suchen kannst. Darf ich sowas nehmen? Wahrscheinlich nicht. In den Schubladen befinden sich, in der mittleren Schublade befinden sich Schlesinger zum Umrühren. Mittler? Er hat gesagt Mitte. Sorry, ist gerade nicht aufgerollt. In der Mitte. Junger Mann, ich weiß nicht, wo du... Ja, ja, ja. Oh, oh. Herr Schwarz. Herr Novak wird bestimmt hin. Ich habe die Hoffnung nach. Ein, zwei, der mittleren Schublade. Ja. Diese Gummidinger rein. Meint er das? Das hier? Kann man das nehmen? Viel Spaß damit. Kannst du auch einen Löffel nehmen? Ja, ich nehme einen Löffel. Ich wollte gerade sagen, darf ich in deiner Pfanne einen Löffel benutzen? Es wird ein bisschen schwarz hier. Aber das ist karamellisiert, Leute. So muss es sein. Das sind Röstaromen. Das ist schon mal gar nicht so schön. Wenn die Farbe genommen haben, die Champignons, gibt es die Sahne denn? Ach so, die musst du noch suchen. Die Sahne muss ich noch suchen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie im Kühlschrank ist, die Sahne. Was denkt ihr? Gehen wir mal gucken, wo der Markus seine Kühlschranke hat. Der hat mich drei Stück. Die Milch ist da nebenan, ist die Molkerei. Molkerei. Ist Sahne? Das Sahne? Ist das Sahne, Markus? Leider kann ich richtig und ich höre dich auch nicht. Sorry. Guck mal hier. Ist das die Sahne? Nicht in dem Kühlschrank. Das ist Milch im Regal. Du Alkohol. Halbbare Schlagsahne. Das war die Glocke. Hier ist halbbare Schlagsahne. Unser Punkte-Kandidatin. Schön viel rein. Abschmecken mit Salz und Pfeffer, bitte. Oh, bisschen schütteln hier. Unter Stress zu kochen ist nicht so schön. Nehmen Sie. Oh, was machst du da? So viel Salz? Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel. Markus. Fingerspitzengefühl. Alles wird gut. Jetzt nimmt man natürlich einen neuen Löffel, sehr salzig geworden. Sahne rein. Ah, salzig? Nein. Ja, warum gibt's da noch Sahne rein? Kann kein Mensch essen, naja. Nimm mal Pfeffer. Bunter Pfeffer geht super. Und die machen wir nicht so viel. Und Prise, leicht, aus dem Handgelenk raus. Oh mein Gott. So spürt man nicht mal den Pfeffer. Guck mal, das geht nicht. Das willst du besser jetzt. Ist die Dose überhaupt auf? Ja. Ja, die sehen nicht. Jetzt könnte ich nicht kochen. Schmeckt traumhaft. So, und wenn es dir schmeckt? Ganz viel Spinat reinhauen, bitte. So, Spinat. Volle Hand, ja? So. Ein bisschen höher. Keine wieder. Angst, der Spinat geht noch ein. Ja, ich habe auch schon mal Spinat. Das ist richtig Basilikum. Das könnte auch Basilikum. Das ist wahrscheinlich, hast du recht, das ist Basilikum. Ja. Ah, da recht, das ist der Spinat. Ich hatte den Basilikum. Das macht nichts, das schmeckt auch. Und wenn du das hast, kannst du die Spaghetti dazu packen. Das kann ich. Der hat es falsch sortiert. Markus hat es falsch sortiert. Schmeckt die Basilikum. Dann bist du fertig. Das schmeckt ja nicht. Wenn du auf dem Teller schmeckt, aber das passt auch gar nicht mehr rein. Die Spaghetti. Das schmeckt ja nicht. Das erzählen wir keinen. Das nehmen wir wieder raus, das Aroma. Das ist Basilikum. Mann, ey. Super. Das ist Soja. Das Soja, deswegen hat er es ja hingelegt. Das wäre es ja Quatsch. Jetzt hat er gesagt, jetzt kippen wir da die Pasta rein. Und dann ist alles schön hier hinten. Haben wir vorher gewaschen. An und nicht gefilmt. Ja, gut, das sieht sehr schön aus. So. Kannst du mir reinmachen, den Gran Padano? Ja, da ist auch eine Reibe. Hätte er mich nicht kommentiert, wäre das Ganze richtig gut geworden. Dann ist die ganze ich weiß, du machst es salzig. Ich bin gespannt, wie schmeckt nachher. Super, ein Traum. Jetzt wird hier angerichtet nämlich, ganz professionell, so wie der Markus das nämlich mag. Einmal hier die Nudeln. Das sieht gut aus. Ich bin mit Markus auch zufrieden. Einmal. So. Also ich nenne meine Rezepte nicht mehr 15 Minuten, ich nenne sie ab sofort 30 Minuten. Wenn Laura kocht, dann brauchen wir 30 Minuten. Pass auf, aber ich mache noch den letzten Schliff hier.
kommt noch ein bisschen, nämlich von diesem... Und noch ein bisschen Käse hoch. Genau, richtig so. Als hätte ich's gewusst. So. Liebe Leute, Essen ist fertig. Wir gehen mal rüber und gehen zu unserem Esstisch. Ich glaube, sie kommt jetzt zu mir. Oh-oh. Bräuchte noch ein bisschen was zum Abwischen? Ja, meine Frau. Ich auch. Aber sowas von. Ich wollte mal hier also ich bin machen. Vorsichtig. Ich habe gesehen, wie viel Salz du reingekippt hast. Mhm. Okay. Es geht. Mhm. Ich bin gespannt. Mhm. Oh, du hast recht, ich brauche auch sonst sehr viel Salz. Mhm. Was sagt der Meister? Also was ich gesehen habe an Salz, was du da reingehauen hast, ist das okay. Ist es geboren, freue dich, oh Christenheit. Oh, du fröhliche, fröhliche, oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Christ ist erschienen, um uns zu versöhnen. Freue dich, oh Christ.